Nein, 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 nein! Weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier! Oh! Nein! Nein, nein! Ah, oh, verdammt! Und damit hallo und herzlich willkommen hier zu einem ganz neuen Let's Play hier auf unserem Kanal. Und zwar ist es, wie man auch schon im Intro gesehen hat, ist es Super Smash Bros. Und ich würde auch sagen, wir fangen auch direkt an. Ich würde mal sagen, wir nehmen einfach den klassischen Modus. Nee, Smash Tour wollte ich nicht machen. Weitere Modi. Solo und, ja, klassisch, damit fangen wir an. Und den, ja, eigentlich sollte ja heute Sims 3 kommen, aber dieses Spiel macht mir einfach keinen Spaß mehr und ich finde, der Spaß sollte ja auch im Vordergrund bleiben. Und deswegen habe ich mich dafür Super Smash Bros. Entschieden. Und ich nehme Link, da ich nur mit Link und Toon kämpfen kann und mit dem Rest kacke ich sehr schnell ab. Nehme den Dark Link, weil er meiner Meinung nach am besten aussieht. Und wir nehmen 3,0. Ich bin jetzt zwar nicht der Oberpro in Super Smash Bros., aber es ist befriedigend. Ja, in der heutigen Super Smash Bros. Folge wollte ich etwas thematisieren, und zwar Nintendo will ja den Let's Playern, also Let's Plays sozusagen streichen, aber nicht ganz, denn die wollen 30-40% von den Einnahmen von den Let's Playern haben, die damit Geld verdient. Also ich bin natürlich nicht davon betroffen, aber die jetzt, die Großen, wie zum Beispiel Domtendo oder Let's Play Markus, haben dann schon, ja, einige Probleme, würde ich sagen, denn Nintendo bekommt ja 30-40% jetzt von den Einnahmen. Und das soll dann ungefähr so ablaufen. Oh, ich bin so schlecht, ey. Ich muss hier wieder einspielen. Ja, komm. Das soll dann ungefähr so ablaufen, dass... Ja, komm. Das soll dann ungefähr so ablaufen. Ich will hier was erklären, aber Lucario, der Sucker, lässt mich einfach nicht erklären. Ey, das gibt's doch gar... Ja, komm! Lass mich erstmal auf den Boden kommen. Ja, schöner Konter. Das soll ungefähr so ablaufen. Nintendo bekommt erstmal das ganze Geld, was mit den Nintendo Let's Plays eingenommen wird. Okay, ist gut gelaufen. Und den Anteil schicken sie dann in den Let's Playern. Also 30-40% gehen an Nintendo und ja, 60-70% gehen dann an die Let's Player. Aber ich glaube, damit schneidet sich Nintendo ins eigene Fleisch. Das ist keine gute Idee. Denn große Let's Player entscheiden sich dann für die Xbox One und für die PS4. Und das tut Nintendo wirklich nicht gut. Denn ich meine, Let's Plays sind ja sowas wie Werbung, meiner Meinung nach. Und wenn man Nintendo Let's Plays, aber dann etwas an Nintendo abgeben wird, dann werden die großen Let's Player sich ja dazu entscheiden, für die PS4 und Xbox One umzusteigen. Und dann wird es kaum noch Nintendo Let's Plays geben, und ich hasse diese Stage hier, da immer nur
Karts kommen. Da steht ja auch Mario Piste, ist auch Mario Kart. Wo bin ich überhaupt? Ach, da oben. Nee. Ich habe schon am meisten eingesteckt. Ja, mach doch. Ja, das wollte ich haben, Link. Wieso machst du es nicht am Mann direkt? Und Peach kann mir gar nichts. Peach kann mir gar nichts, wirklich. Der finstere Pit ist das, glaube ich. Das ist ja das allererste Super Smash Bros. Nee, ich habe noch Brawl gespielt für die Wii. Aber das allererste Super Smash Bros., was ich je gespielt habe. Und deswegen kann ich die anderen Spiele nicht beurteilen. Ja, geh doch weg. Bam, Junge. Ist zwar nur 3,0, aber ist schon was, ist schon was. Ich muss ein bisschen üben. Das ist Übungssache, meiner Meinung nach. Und ja, sehr viele haben sich ja beschwert, dass es hier keinen Story-Modus gibt, aber ich kann mir auch nicht vorstellen, wie man hier einen Story-Modus machen soll. Denn wo soll die Story denn hier sein? Das ist ja einfach nur Gekämpfe. Ja, komm, Pac-Man! Steck dir das wo sonst wohin, ey. Nein, 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 nein! Weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier! Oh, nein! Nein, nein! Ah, oh, verdammt! Ein Glück habe ich zwei Leben. Tut mir leid, wenn ich gerade ein bisschen rumgeschrien habe. Aber das musste einfach sein, da Pac-Man ja dieses... Woher hat er die ganze Zeit solche Hydranten? Das würde mich ja gerne interessieren. Okay. Kommt das... Jetzt komme ich hier mit meiner AK. Mit meiner... Möchte gern AK. Ja, schieß doch! Jetzt kannst du ja ruhig herkommen, Pac-Man. Ja. Geh weg, geh weg, geh weg. Ja, sauber. Mit meiner AK weggesnaggelt. Ja, so kann man es am besten sagen. Flinkplakette, Laserschwert. Krawatte vom Discounter. Wonder Black und 40 G-Gold. Okay. Falls es einige unter euch wissen, wofür das Gold da ist, würde mich mal gerne interessieren. Das Gold kann man ja für Spezialaufträge und so benutzen. Aber darüber werden wir uns in den nächsten Parts kümmern. Okay, Pikachu wie Fit-Trainerin und Zero Suit Samus. Okay, und 50 Gold Belohnung und eine meiner Lieblingsstages, die Mario Galaxy Stage. Wie man auch schon sehen kann. Warum ist das einer meiner Lieblingsstages? Da man da ja nicht runterfallen kann. Das ist gut. Und was eine gute Idee von Nintendo war, meiner Meinung nach, die Amiibo-Figuren, die jetzt immer rauskommen. Die bringen ja immer neue Ladungen raus. Ich habe selber 8. Ich habe den Einwohner, Donkey Kong, Mario, Link. Was ist das denn? Oh nein, nicht der. Nein, nein. Pikachu hat natürlich normales Tempo, ne? Nein, nicht nach links schießen, Mann. Link, bist du... Und Nintendo bringt ja jetzt immer, regelmäßig. Ja, was heißt hier regelmäßig? Bis jetzt, also hier am 23. Januar kamen das letzte Mal Amiibo-Figuren raus. Und der nächste Schwung Amiibo-Figuren wird rauskommen, am 20. Februar, wenn ich mich nicht irre. Ich glaube schon. Und ja, neue Amiibo-Figuren darunter sind... Ich weiß es nicht ganz genau, ich weiß es nicht. Ich weiß nur die jetzigen neuen, die rauskamen, war ja Toon Link, Bowser, Lucario. Also ich habe mir persönlich bestellt Lucario und Bowser. Aber ich habe die noch nicht ausprobiert, aber das können wir mal in den nächsten Parts machen, so eine Amiibo-Power. Da können wir die ja gut leveln. 20G und tiefster Kongo. Oh, ich hasse die Stage so sehr, ich hasse sie. Erstens, weil sie sehr dunkel ist und zweitens, weil man hier sehr leicht runterfallen kann. Und die Achterkämpfe sind sehr unübersichtlich. Okay. Ja, Let's Player dürfen sich nicht konzentrieren. Sie müssen immer das Spiel kommentieren. Okay. So. Ja, worüber könnte man... Evoli, wo kommt Evoli her? Ach, aus dem Pokéball, okay. Aus einem Pokéball. Irgendwie fällt mir auf... Ja, komm, Sterndu heißt es, oder? Ich glaube schon, ich glaube schon. Und ich werde hier unten richtig zermetzelt, weil ich nicht sehe, wo ich bin. So, Achterkämpfe sind schon sehr unübersichtlich. Also, Nintendo, bitte nicht mehr. Also, 8 reichen vollkommen aus. Das ist schon sehr unübersichtlich. Wie ich es jetzt schon ein paar Mal erwähnt habe. Komm. Ja, das Smash-Ding.
Ja, ich hab's natürlich nicht bekommen. Ich schlage immer tausendmal dagegen. Ja, sauber. Okay, jetzt konzentrieren. Ja, mach doch. Wieso machst du das denn nicht? Hallo. A und B gedrückt halten. Ah. Bum, 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 bum. Oh, drei auf einmal weggeknackt. Weggesnaggelt. Ja, weggesnaggelt sagen wir am besten. Ich mag das Wort mehr. Okay. Jetzt müsste schon der vorletzte Kampf sein, ja. Diddy Kong. Warte, wie heißt der? König DDD und Samus. Samus kam ja in der Metroid Blast Serie vor. Metroid Dingster, Bumster. Ich kenne die Spiele persönlich nicht. Ich habe es nur auf Nintendo Land so das Minispiel da gespielt. Ich habe es wirklich stundenlang gesucht mit einem Kumpel. Aber so die Hauptspiele habe ich nie gespielt. Muss ich irgendwann mal nachholen. Da man ja auf der Wii U auch Wii-Spiele spielen kann. Was ich persönlich sehr geil finde, im Gegensatz zur... Ach, verdammt. Im Gegensatz zu PS4 und Xbox One. Was ist jetzt schon wieder passiert? Hä? Wo waren wir genau? Das mit den alten Spielen der Konsole spielen. Das geht ja auch auf dem 3DS und dem... Nintendo DS, ich glaube, das geht ja noch auf dem 3DS, dass man da 3... Ja, auf den New 3DS, dass man 3DS-Spiele spielen kann. Ich meine, das geht, ob man da noch Nintendo DS-Spiele spielen kann, das weiß ich nicht ganz genau. Muss ich mir mal genauer erkundigen. Aber das finde ich an Nintendo einfach so geil. Und die kümmern sich auch darum, dass die Konsolen möglichst stromsparend bleiben. Im Gegensatz jetzt zur Sony und Xbox. Das interessiert mich zwar nicht, aber... Wenn es welche interessiert, das ist dann schon mal ein Pluspunkt für die Wii U. Aber ich finde, es lohnt sich auf jeden Fall, eine Wii U zu kaufen. Jetzt kommen ja diese Mii-Matches. Die kann man direkt wegsmashen. Okay. Ja, komm, box mich. Ja, halt doch deine Schnauze, ey. Du. Ey, ich hasse die so sehr. Och, das wollte ich doch gar nicht. Ja, lass mich doch mal in Ruhe. Ja. Zwei auf einmal, Double Kill. Oh, jetzt habe ich wieder meine AK, meine möchte gern AK. Ja, ich will die auch betätigen. Oh nee, jetzt haben die mir weggenommen. Das ist gemein, das ist echt gemein. Wo waren wir stehen geblieben? Ja, genau. Zum Beispiel so eine PS3 verbraucht ja mehr als ein Kühlschrank, was schon richtig heavy ist. Das wird die meisten jungen Leute nicht interessieren, aber für einen Kauf einer Wii U, das... Also ich kann die Wii U wirklich nur empfehlen. Allein schon... Das Problem der Wii U war ja am Anfang, dass es keine vernünftigen Spiele gab. Da gab es ja nur so ein Zombie U und ein Super Mario Bros. U. Das waren keine guten Spiele. Denn wenn man sich jetzt anguckt, die guten Spiele sind ja Mario Kart 8 und Super Smash Bros. Für die Wii U. Und seitdem wurde die Wii U auch öfters gekauft. Das hat man gesehen, wie rasend schnell das gestiegen ist. Und ja, hätte Nintendo ein bisschen mit der Wii U gewartet. Dann wäre der Start auch besser geworden. Wenn es am Anfang direkt zu Mario Kart 8 oder einen Super Smash Bros. U gegeben hätte, da wäre die Wii U echt... hätte einen echt guten Start gehabt, aber ohne richtige Spiele hat eine Konsole auch keinen guten Start. Und ich hasse diese Meisterhände. Ich hasse sie so sehr. Ja, komm, geht weg. Hier verscheiße ich meistens, weil ich runterfalle. Aus keinem anderen... Ja, komm! Ihr Sucker, ey. Ja, geh weg. Ah, Mann, ich hasse sie so sehr. Komm. Nee, du... Nein. Ich hasse diese Hände. Ja, komm. Kannst du deiner Oma erzählen. Bam, Junge. Okay. Konzentration, ich hasse diese Meister. Nein, nicht direkt rein, nein. Oh, Glück gehabt. Ja, komm, ich springe auch immer noch rein. Ey, ich krieg das einfach nicht geschissen, die irgendwie. Ich werde diesen in diesem Part auch direkt verscheißen. Ich krieg's einfach nicht hin, die zu besiegen. Ja, komm, haltet eure Schnauzen. Zu zweit ist es einfach, aber alleine.
Ja, ich habe mich gerettet. Ach, voll in das schwarze Loch. Kann ich mich retten? Ja, ja, ja. Das ist gut. Ja, das schaffe ich nicht. Das schaffe ich nicht, ganz ehrlich. Ich weiß auch gar nicht, wie man die richtig besiegen soll, wenn man ganz ehrlich ist. Okay. Konzentration. Konzentration. Ich habe jetzt gar keine richtigen Gesprächsthemen mehr. Nintendo-Spiele sind immer solche Spiele, wo man mehr sprechen kann, als es um das Spiel geht. Da das Spielprinzip bei Super Smash Bros. Ja einfach nur ist, Kämpfe und Siege. Nein! Und ich habe mich selber ermordet, beziehungsweise umgebracht. Ja, ich würde auch sagen, das war's dann auch für die heutige Folge. Wenn ihr weitere Folgen Super Smash Bros. Sehen wollt, schreibt es mir unten in die Kommentare. Lasst einen Daumen nach oben da. Und falls ihr keine weiteren Videos mehr verpassen wollt, lasst doch ruhig ein Abo da. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.